Sir Winston Churchill sagte, das beste Argument gegen Demokratie ist eine 5-minütige Diskussion mit dem Durchschnittswähler. Weiteres Zitat, Adolf Hitler. Es ist deshalb notwendig, dass das Individuum letztendlich versteht, dass sein eigenes Ego überhaupt keine Bedeutung hat im Vergleich mit dem Staat. Das gehört auch zu den Kritikern, die also der Europäischen Union diktatorische Tendenzen bescheinigen. Das ist einfach eine Analyse der Verträge und der Praxis. Es wird also argumentiert, im Faschismus gibt das Individuum seine Rechte und Freiheiten auf für das Gemeinwohl. Und die Regierung hat die Handlungsfreiheit, die nötige Macht, um zu bewirken, was sie bewirken möchte. In Deutschland wird fast alles geglaubt, was irgendwie von Regierungsseite kommt. Die Erderwärmung ist vom Menschen verursacht und schreitet schneller voran als bislang angenommen. Diese Szenarien sind so furchterregend wie ein Science-Fiction-Film, aber sie sind sogar noch schrecklicher, weil sie Realität sind. Als Klimakiller Nummer 1 gilt Kohlendioxid. Ein ungiftiges Gas, das beim Verfeuern fossiler Brennstoffe entsteht. Dass CO2 die Grundlage jeglichen Pflanzenwachstums ist, wird dabei oft vergessen. Die Europäische Union hat sich ja verpflichtet, bis 2020 mindestens 20% zu reduzieren. Absurd. Die Abgeordneten hatten Zweifel, haben aber trotzdem mit riesiger Mehrheit quer durch alle Fraktionen dafür gestimmt. Wie kann das sein? Und die jetzige EU-Kommission ist nicht gewählt von den Bürgern. Der Klimarat, Weltklimarat ist nicht gewählt. Ja. Wir haben Politiker ausgesucht, die Wissenschaftler, das sind politische Wissenschaften. Das hat mit Wissenschaft nichts zu tun, was sie da machen. In 10 Jahren werden die Leute zurückblicken und sich fragen, wie konnten wir nur glauben, globale Erwärmung sei ein Problem. Global warming was a problem. Okay, wir werden bei all diesen Dingen belogen. Diese Partei hat es uns schon gesagt. Das ist ja mutig, weil... Und natürlich auch andere sagen, müsst ihr diese Themen da bringen, ne? Selbst wenn es stimmt, ja, weil man verschreckt Leute. Aber wir glauben, dass sich am Ende die Wahrheit durchsetzt und dass die Leute dann auch sehen, okay, die haben uns beim Klima die Wahrheit gesagt, die haben uns beim 11. September die Wahrheit gesagt. Vielleicht sagen sie uns auch die Wahrheit über das Geldsystem und das ist alles sehr leicht nachzuweisen. Ja. Ja? Und vielleicht sagen sie auch uns die Wahrheit über das Sozialsystem. Ja. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.